Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman. Ich bin zurück mit einem neuen Video und ihr wisst, ich liebe Select und eine Megabox hat noch gefehlt für Select Basketball, auch wenn ich die das blaue Grunddesign nicht so mag von Retail, aber wir werden diese Megabox rippen und gucken, was drin ist. Red, White, Green Cracked Ice Prisms können drin sein. Natürlich gehen wir weiterhin auf die Safari und suchen Tiger und Elephant Prisms. Bisher auch noch nicht gepullt, weder in Group Breaks noch für mich persönlich. Ich zeige euch hier nochmal auch die Rückseite. In der Videobeschreibung oder in der Beschreibung, genau, oder im Titel ist auch gezeigt, ob das jetzt die Target- oder die Walmart-Box ist. Das habe ich wieder nicht im Kopf. Und so sieht das Ganze aus. Hier sind die Packs und die legen wir mal beiseite und verlassen die Megabox verschwinden und schau mal, wie die 8 Megabox-exklusiven Red, White, Queen, Cracked Ice Prisms aussehen. Und ansonsten, lass uns überraschen. Habt jetzt mittlerweile schon einiges an Select gesehen, was so gerippt wurde. Und wir schauen, was Schönes drin ist. Geht direkt los. Wie immer natürlich Full of Rookies, Jaden McDaniels, Pascal Siakam. Und dahinter haben wir doch schon unser erstes Cracked Ice. Und das ist Malachi Flynn für die Raptors. Und dahinter haben wir ein Blue Prism und es ist Devin Vassell für die Spurs. Dann sleeven wir doch auch mal unsere ganzen Rookies. Devin Vassell, Jaden McDaniels und Malachi Flynn mit dem Red, ich hab's, steht ja auf der Box drauf, Red, White, Green, Cracked Ice. Sieht man auch eigentlich, wenn man's sich gemerkt hat. So, dann werde ich ihn mal toploaden, den alten Pirat, und dann können wir den auch mal ausstellen. So, und auch Devin Vassell kommt mit der, ich glaube, Blue Prism heißt es letztendlich dann. So machen wir das. Weiter geht's. Päckchen gehen auf jeden Fall gut auf. Das passt mir immer ganz gut. Terry Rozier für die Hornets. Dahinter ist Rui. Und wir haben ein weiteres von unseren Exklusiven. Und ich denke, da 8 Päckchen drin sind pro Box, ist pro Päckchen eins dieser Parallels drin. Und wir haben Bogdan Bogdanovic für die Hawks. Und dahinter haben wir Pascal Siakam mit dem Silver. Pascal Siakam. Das also jetzt erstmal, nachdem ich schon die Rookie Revolution hier ausgerufen habe, war das dann eher ein Veteran Pack. Können Autogramme auch drin sein in Megaboxen, ist aber eher rar. James Wiseman für die Warriors mit der Base Rookie. Unser nächstes Parallel ist Bam Adebayo. Und dahinter haben wir ein Numbers, Jaylen Brown für die Boston Celtics. Bam Adebayo und James Wiseman. So, weiter geht's. Mit Pokuševski für OKC. Concourse Level, die Levels kennt ihr ja auch mittlerweile. Und dahinter haben wir ein Premier Level, ist Obi Toppin für die Knicks. Und wir haben unser nächstes Red, White and Green Cracked Ice. Und es ist Bradley Beal für die Wizards. Gefolgt von Davis Bertans. Da ist er natürlich wie jedem Rip mit dem Blue Prism. Bradley Beal, Pokuševski und Obi Toppin mit dem Premier Level. Gucken, ob wir einen Courtside pullen können aus der Megabox. 4 Päckchen noch, Hälfte ist rum. CJ Alibi für die Trailblazers. Und dahinter ist Nikola Jokic für die Nuggets. Unser nächstes Cracked Ice ist Okongwu für die Hawks. Sehr, sehr nice. Bisschen Team Color. Richtig nice aus. Und dahinter haben wir Vernon Carey Jr. und die müssten, ich wollte schon sagen, die müssten numbered sein, aber sind sie nicht. Mit dem Teal White Purple oder so in der Richtung. Vernon Carey Jr., der ultimative Hornet-Troll, da ist er wieder. Einer von 4. Vernon Carey Jr. und Onyeka Okongwu. Auch sehr nice. Sowohl Okongwu als auch Malachi Flynn. Ein bisschen Team-Color-Match. So, CJ Alibi. Und dann gucken wir doch mal weiter. 3 Packs to go. Wir haben Derrick Rose. Dahinter ist Alex Caruso mit dem Premier-Level. Und wir haben ein Field-Level mit dem Red, White und Green. Craig Ice.
KD für die Nets und dahinter ist Emmanuel Quickley. Sehr nice, Emmanuel Quickley mit dem Premier Level. Die nehme ich gerne mit. Und auch die KD sieht natürlich sehr, sehr nice aus. Auch wenn mir diese Tricolore, bunte Farbpalette nicht so richtig gefällt bei Select Retail. Also, ich denke, das haben sie bei Football besser gelöst mit den ganzen Die-Cuts. Da muss ich sagen, bin ich echt nicht so begeistert von. Wir haben KD mit dem Field Level, mit dem Courtside. Ich sag schon wieder Field Level. Auch wieder Football. KD für die Nets und dann weiter mit Kyra Lewis Jr., Pelicans, Duncan Robinson. Unser nächstes Cracked Ice ist Jonathan Isaac für Orlando Magic und wir haben ein Rookie Selections und es ist Killian Hayes übertrieben auf Center. Also wenn ihr euch das anguckt, Panini, what are you doing, ey? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Killian Hayes mit dem Rookie Selections, mit dem Silver Prism. Die sehen auch richtig cool aus, finde ich, die Rookie Selections. Und dann stellen wir Killian Hayes noch auf. Und Sleeven, Jonathan Isaac und Kyra Lewis Jr. Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Pack für die Megabox. Es ist immer so schnell vorbei. So, los geht's mit Udoka Azubuki. Dahinter ist Danny Dotoro mit dem Courtside für die Clippers. Und dahinter unser letztes Cracked Ice ist Damian Lillard. Und wir haben noch ein Blue Prism und es ist Anthony Davis für die Lakers. Anthony Davis, Dame Time und Daniel Oturo. Und dann machen wir noch einen kurzen Recap. Die habt ihr jetzt gesehen, gerade die Karten. Wir haben Kyra Lewis, Jonathan Isaac mit dem Cracked Ice, CJ Alaby, Obi Toppin Premier Level, Pokuševski, noch mehr Cracked Ice, Bradley Beal, Davis Bertāns mit dem Silver, James Wiseman mit der Base, Bam Adebayo, Pascal Siakam mit dem Silver Prism Concourse Level, Bogdan Bogdanovic und Jaden McDaniels mit dem Concourse Base. Unsere Highlights. Teal White Purple, denke ich, ist es. Wendell Carey Jr., KD mit dem Courtside, Red White Green Cracked Ice und Devin Vassell mit dem Blue Prism, Onyeka Okongwu mit dem Cracked Ice, Malachi Flynn mit dem Cracked Ice, Emmanuel Quickley mit dem Teal White Purple, sehr nice, Premier Level, sieht richtig, richtig cool aus und Jackson Hayes mit dem Rookie Selections. So, jetzt wisst ihr auch, was in so einer Megabox drin sein kann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne Likes da. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video verpasst. Kommentiert die Videos, was der Teufel hält. Und schaut mal auf rickmanrips.de vorbei. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rickman Rips.